Wir haben nicht für jedes gesellschaftliche Problem die passende Lösung parat. Es ist erstmal wichtig, für Herausforderungen zu sensibilisieren, einen Diskurs aufzumachen über neue Herausforderungen, aber natürlich auch Lösungen zu entwickeln, Handlungsalternativen aufzuzeigen. Wie hängen Ökonomie und Soziales zusammen? Wie kann ich den ländlichen Raum für junge Familien attraktiv gestalten? Wie versorgen sich Menschen, wenn sie nicht mehr Auto fahren können, wenn sie niemanden in ihrer Nähe haben, der sie unterstützt? Was können wir eigentlich Personen mit Demenz zumuten? Wo kann man IT-Systeme verbessern? Wo kann man die Bedienung verbessern und dadurch auch die Akzeptanz erhöhen? Was hat wirklich einen Mehrwert? Wir wollen, dass unsere Studierenden schauen, was die Personen tatsächlich brauchen und wollen und was sie selbst dafür tun können oder Ideen entwickeln können. Der interdisziplinäre Gedanke steht bei uns immer im Mittelpunkt, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Was mich an der Arbeit in der Wissenschaft begeistert, ist, dass man die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, jeden Tag, fachlich, aber auch persönlich. Dass man permanent neue Kompetenzen entwickelt, dass man seinen Horizont erweitert und im besten Falle auch dazu beitragen kann, den Horizont anderer zu erweitern.